Linda Hesse, Ich bin ja kein Mann, ist das Gesicht des neuen deutschen Schlagers, oder besser, der neuen deutschen Mucke, wie die 25-Jährige ihren Musikstil nennt. Gerade erst erschien ihr Debütalbum, Punkt Genau Landung. In einem Interview bekannte die Jungschlagersängerin jetzt, wer ihr großes Vorbild ist, Helene Fischer, 28, Ich will spüren, dass ich lebe, mit ihrem Album, Punkt Genau Landung, und ihrer Single. D.B.E.A., stürmt Linda Hesse derzeit die Charts. D. Bild, nennt sie bereits, das Käsefräulein Hesse. Im Interview mit Goldstar TV verriet die Halberstädterin, dass ihr ganz großes Vorbild die Schlagerkönigin Helene Fischer ist. Eine ihrer schönsten Erfahrungen war es, gemeinsam in einer TV-Show mit Helene Fischer ihre Debütsingle, Ich bin ja kein Mann, zu singen. Jedes Mal, wenn ich mir das Video dazu ansehe, könnte ich wieder anfangen zu weinen, sagte Hesse im Interview. Und weiter, als Küken in der Branche schaut man natürlich zu Helene auf. Wenn ich an Helene Fischer denke, dann denke ich an eine ganz tolle Frau, die mir ein wahnsinniges Geschenk gemacht hat, dass Linda Hesse schon von Kindesbeinen an Musik im Blut hatte, daran lässt die sympathische Schlagersängerin keinen Zweifel. Schon als Kind wollte ich Sängerin werden und stand in Mamas High Heels und mit Bürste vorm Spiegel. Heute habe ich meine eigenen High Heels und die Bürste gegen ein richtiges Mikro getauscht. Der Umstand, dass viele ihrer Freundinnen bereits Nachwuchs bekommen haben, setzt Linda Hesse überhaupt nicht unter Druck. Im Gegenteil, sie ist zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Arbeit, die vier Familienpläne gerade wenig Zeit lassen. Mein Baby ist silbern, und hat ein Loch in der Mitte, meine CD, Punkt Genau Landung.